Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Horoskop Liebe und Leben im Juli 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Juli Geburtstag feiert. Noch bis zum 10. Juli steht die charmante Venus in eurem Zeichen. Danach wandert sie in euer Geldhaus. Dadurch habt ihr sowohl privat als auch beruflich einige gute Chancen voranzukommen. Falls ihr euch ein Geburtstagshoroskop mit den Tendenzen für euer neues Lebensjahr gönnen wollt, könnt ihr euch gerne für eine Geburtstagsberatung bei mir melden. Ihr findet mich über meine Homepage oder mein Kundentelefon und die Infos verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild. In meiner Verlosung gibt es diesmal ein Exemplar meines Lilith-Buches zu gewinnen. Das ist jetzt ganz neu in der dritten Auflage als Taschenbuch erschienen. Und ich schreibe euch auch gerne eine persönliche Widmung rein. Wie ihr an der Verlosung teilnehmt, erfahrt ihr am Ende des Videos, also bleibt dran. Jetzt schauen wir uns eure Sterne für den Juli an. Euren Erlebnishintergrund mit den langfristigen Tendenzen und welche Geburtstagskinder besonders wichtige Aspekte empfangen, diese Informationen findet ihr in meinem ausführlichen Jahreshoroskop. Und das gibt es als Video und ihr könnt es auch in meinem Buch nachlesen. Ihr startet den Monat mit der Sonne im Krebs in eurem 12. Sonnenhaus und sie bildet schöne Aspekte zu Jupiter, der bei euch im Haus der Familie steht. Das bedeutet, ihr habt Lust, euch in euer gemütliches Heim zurückzuziehen und Zeit mit euren Lieben zu verbringen und könnt dort auch gut auftanken. Gleichzeitig steht die Venus in eurem eigenen Zeichen. Sie geht bis zum 10. Juli noch durch die dritte Dekade. Das ist toll für eure Ausstrahlung und ihr habt auch Spaß daran, euch zu verwöhnen und etwas für eure Schönheit zu tun. Außerdem ist es natürlich super für alle Solo-Löwen, die gerne flirten möchten, denn die Venus lässt euch besonders anziehend wirken. Wenn ihr also flirten wollt, macht es euch nicht nur zu Hause gemütlich, sondern geht auf die Piste. Gleichzeitig steht der Mars, der jetzt rückläufig geworden ist, in eurem Partnerhaus. Das heißt, dass es in der Liebe ein gewisses Hin und Her geben kann und dass jemand, der vielleicht zunächst ganz forsch aufgetreten ist, sich auf einmal wieder zurückzieht. Am besten, ihr bleibt da ganz gelassen, denn egal wie es jetzt im Juli läuft, das Blatt kann sich auch noch mal wenden. Für liierte Löwen kann der Mars auch einen Konkurrenten anzeigen, der um eure Herzallerliebsten kämpfen will. Aber auch da gilt, es wird erstmal nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Der Merkur steht ebenfalls Anfang Juli im Löwen und aktiviert zwischen dem 3. und dem 7. Juli diese Mars-Konstellationen in eurem Partnerhaus. Da kann es zu erregten Diskussionen kommen, sei es aus Eifersucht oder auch, weil Abmachungen nicht eingehalten wurden. Auch der Mondknoten steht ja noch bei euch im Löwen und wird ebenfalls durch die laufenden Planeten in der ersten Woche aktiviert. Da könnte zum Beispiel ein verflossener Liebhaber aus der Vergangenheit auftauchen und das kann emotional aufwühlend wirken. Am 10. Juli verlässt die Venus den Löwen und geht ins Zeichen Jungfrau und damit in euer Geldhaus. Und zwar für knapp 4 Wochen. Und da bildet sie gute Aspekte zu den Planeten, die zurzeit in eurem Berufs- und Karrierebereich stehen. Wenn ihr also nicht gerade einen Urlaub geplant habt, kann die Zeit zwischen dem 10. und dem 16. Juli für euch erfolgreich und produktiv werden, sodass ihr vielleicht sogar am Wochenende arbeiten wollt. Am 13. Juli haben wir dann den Neumond im Krebs, der als partielle Sonnenfinsternis erscheint. Wenn ihr spirituell arbeitet, ist das für euch eine ganz tolle und außergewöhnliche Konstellation, um zu meditieren und um mit eurer inneren Stimme in Kontakt zu kommen. Falls ihr ein gesundheitliches Problem habt, könnt ihr rund um den Neumond eure Regenerationskräfte anzapfen und auf der feinstofflichen Ebene Heilungsenergie erhalten. Löwegeborene der ersten Dekade, die zwischen dem 22. und 26. Juli Geburtstag haben, können diesen Neumond auch nutzen, um über eine berufliche Initiative nachzudenken und erhalten gute neue Impulse und Lösungsansätze für ihre finanzielle und ihre Jobsituation. Der 18. und der 19. Juli sind gute Tage für alle Löwen, die durch den Mars im Partnerhaus etwas Stress in ihrer Partnerschaft haben. Sie können dann klärende Gespräche führen und sich liebevoll wieder annähern. Auch beruflich könnt ihr diese Konstellationen nutzen, um neue Ideen zu besprechen und zu präsentieren. Am 22. Juli ist es dann soweit, abends um 23 Uhr geht die Sonne dieses Jahr ins Zeichen Löwe in euer Zeichen. Und dann aktiviert sie für die kommenden 4 Wochen
den Bereich eurer Vitalität, eurer Kraft, eurer Ich-Durchsetzung, ne, dann stehen die Löwen im Mittelpunkt. Allerdings baut sich dann auch gleichzeitig eine starke kosmische Spannung auf, denn die Sonne bildet harte Aspekte zu Mars und zu Uranus. Am 26. wird dann auch der Merkur rückläufig, auch bei euch im Zeichen, und das dann bis zum 19. August. Und das kann zu Missverständnissen und Planänderungen führen. Die Spannung gipfelt dann in der Mondfinsternis am 27. August und das ist der Vollmond in den Zeichen Löwe und Wassermann, also genau bei euch auf der Beziehungsachse. Eventuell, weil es ein Freitag ist und wenn ihr da Geburtstag habt, könnt ihr das natürlich nutzen, auch um zu feiern, denn das ist ein ganz besonderer Vollmond. Das ist ja die totale Mondfinsternis, die längste des ganzen Jahrhunderts und da solltet ihr eure Freunde einladen und euch das nachts live angucken. Astronomisch ist das also eine ganz tolle und seltene Konstellation. Astrologisch ist es dagegen auch ein bisschen heikel und das wollen wir uns jetzt angucken. Denn die Vollmondkonstellation fällt zusammen mit Kampfplanet Mars und steht in Spannung zu Uranus, hier oben bei euch im 10. Haus. Das bedeutet, eure Beziehungen und Begegnungen können sehr spannungsgeladen sein und es kann sich auch beruflich auswirken. Menschen reagieren zum Beispiel irrational und sind sehr schnell gereizt und persönlich betroffen. Es kann auch gut sein, dass ihr selbst diejenigen seid, die sich durch eine unangemessene oder aggressive Ansprache in ihrer Würde beleidigt fühlen und dann recht heftig reagieren. Aber merkt euch eins, ihr als Löwegeborene habt gewissermaßen die Gewinnerkonstellation auf eurer Seite, da die Sonne im Löwen am aufsteigenden Mondknoten steht. Das heißt also, da soll es hingehen. Und das heißt auch, ihr könnt euch und euren Willen letztlich durchsetzen. Die Frage ist nur, um welchen Preis? Es wird schwierig in diesen Tagen sachlich zu argumentieren und logische Antworten zu erhalten. Und selbst wenn ihr im Recht seid, müsst ihr damit rechnen, dass euer Gegenüber exzentrisch und unberechenbar reagiert. Unter diesen Konstellationen sind auch spontane Trennungen möglich und es kann bis zu 3 Monate dauern, bevor man das wieder in Ordnung bringen kann. Deswegen ist mein Rat, vertraut darauf, dass die Dinge sich letztlich in eurem Sinne entwickeln werden. Auch ohne, dass ihr laut werden oder dass ihr es auf eine Auseinandersetzung ankommen lassen müsst. Geduld und ein Lächeln helfen euch jetzt erstmal besser weiter. Die Spannung bleibt noch weiter bestehen bis zur ersten Augustwoche und danach lässt sich vieles einfacher klären. Außerdem ist in der Zeit zwischen der Mondfinsternis und dem 6. August auch die Verletzungsgefahr erhöht und das gilt ganz besonders für die Geburtstagskinder vom 22. bis 26. Juli. Auch für die anderen Löwegeborenen können diese Konstellationen entscheidend sein, wenn sie entsprechende Planeten oder Faktoren an den Schlüsselpositionen haben, nämlich auf 1 bis 5 Grad Löwe, Skorpion, Wassermann oder Stier. Das müsste man dann mal in einer Beratung klären oder ihr könnt es auch in meinem Webinar Antonias Sterne abfragen. Für fest liierte Löwen, die in einer funktionierenden Beziehung leben, zeigen die Sterne viel Verständnis und liebevolle Zuwendung vom Partner an. Wer einen neuen Flirt angefangen hat, für den reißen die Aufregungen allerdings nicht ab. Ihr könnt euch den Überblick über den gesamten Sommer und Herbst auch in meinem Jahreshoroskop anschauen oder durchlesen. Die Faustregel für alle, die gerade jemanden neu kennengelernt haben, lautet jedenfalls, erstmal ganz gelassen bleiben. Es kann noch bis November dauern, ehe ihr für eure neue Beziehung klar seht und wisst, wohin die Reise geht. Mehr dazu gibt es dann in meinem Video vom August. Dann läuft die Lilith in den Wassermann und damit in euer Partnerhaus und es wird schon wieder spannend. Das waren eure Konstellationen im Juli. Falls ihr ein persönliches Anliegen habt, auf das ich hier in den allgemeinen Sternzeichenhoroskopen nicht eingehen kann, könnt ihr euch gerne für eine Beratung an mich wenden. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 29. Juni um 17 Uhr. Da könnt ihr mir dann eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Da können wir zum Beispiel auch schauen, wie die beiden Finsternisse im Juli in eurem Horoskop wirken. Danach mache ich mit dem Webinar Sommerpause und es geht dann im September wieder weiter. Ich bin ganz stolz, dass mein Buch über Lilith, die Weisheit der ungezähmten Frau, jetzt in der 3. Auflage erschienen ist, neu und aktualisiert als Taschenbuch. Deshalb verlose ich diesmal eins der Bücher, natürlich mit persönlicher Widmung. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos teilt, sodass sich auch eure Freunde über die Botschaft der Sterne informieren können.
Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Zum Schluss möchte ich euch noch meine Specials empfehlen. Da geht es um Uranus im Stier, Chiron im Widder und Saturn im Steinbock. Und Ende Juli gibt es ein neues Special über Lilith im Wassermann. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.